Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears. So ihr Lieben, wie ihr bereits seht, habe ich damit angefangen, einen Eurasier zu zeichnen, und zwar auf Wunsch von Jens Baumann. Hier ist er. Ja, und ich habe angefangen und eigentlich war ich recht zufrieden, wie es verlief. Vielleicht war mein Hund ein bisschen zu groß, aber ansonsten war ich zufrieden. Und dann klingelte es an der Tür und es war der Postbote und ich musste mein Video unterbrechen. Und das ist jetzt Pech für mich, denn ich habe leider kein Programm, kein Schnittprogramm. Ich mache das bei YouTube und bei YouTube haben sie das Creator-Programm so verändert, also praktisch meine Möglichkeit dort Videos zu schneiden, ist nicht mehr gegeben und ich musste nochmal neu anfangen. Und weil ich sonst hätte keine Zeit haben können, musste ich zwischendurch auch mal kochen, weil ich mir heute das Ganze vorgenommen habe. Also überhaupt irgendwie, dann habe ich mir gedacht, ach, das ist jetzt so ein Pech, anscheinend sollte es nicht sein. Dann zeichne ich halt den Hund nicht, dann zeichne ich was anderes. Und dann habe ich mir überlegt, du kannst aber nicht jetzt einfach mal nicht zeichnen, den Wunsch. Also irgendwie hoffe ich, dass dieser Hund trotzdem hübsch wird. Mir ist das im Beruf auch schon mal passiert und es ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr, ja, sagen wir, einen Auftrag habt und oder einfach ihr habt euch was vorgenommen und irgendwas kommt dazwischen. Es kann ja ganz also normales Vermasseln sein, also man hat die Zeichnung selbst vermasselt. Oder aber es sind Außenzustände, also so Zustände von außen, so wie in meinem Fall der arme Postbote, der nichts dafür kann. Der weiß ja nicht, wann er genau klingeln soll, wenn ich ein Video mache. Gott sei Dank klingelt er auch und er war auch da. Aber ja, und dieses Gefühl, eigentlich schon gut begonnen zu haben und eigentlich schon den Dreh gehabt zu haben, also wirklich und auch im Flow zu sein. Ihr kennt ja dieses Gefühl, wenn man sich so richtig auf etwas konzentriert, so eine richtig schöne so Zeit erwischt hat, wo man eigentlich richtig gern zeichnet und es läuft und die Zeichnung läuft und man ist glücklich und alles ist perfekt. Und plötzlich passiert was und man muss das unterbrechen und es geht nicht weiter. Und dann muss man das Gleiche, genau das Gleiche, nochmal machen. Ist euch das schon mal passiert? Es würde mich echt interessieren. Und wie motiviert ihr euch dann? Wie schafft ihr es, dass ihr nochmal sagt, Pech, ich mache das jetzt nochmal. Und zwar die gleiche Zeit nochmal und so weiter. Ich finde das total schwierig. Und ich bin dann kurz davor, das Ganze einfach zu sagen, nö, mache ich nicht. Dann Pech, dann erfülle ich halt diesen Wunsch nicht. Lieber Jens Baumann, das ist überhaupt nicht persönlich, sondern es geht ums Prinzip, ja. Und wie du siehst, habe ich mich wirklich entschieden, diese Zeichnung zu beenden, gerade weil du auch da bist, ich lese deine Kommentare, ich bin total glücklich über jeden Wunsch, der mir geschickt wird, über alle Ideen und es geht hier nicht und der Hund ist auch wunderschön, ich finde ihn so richtig schnuckelig. Es geht um das Prinzip, wenn man eine Sache beginnt, sie auch schön und gern und so weiter macht, aber durch irgendwelche Umstände muss man diese Sache unterbrechen und sie nochmal von neu beginnen. Ich weiß nicht, ob euch das passiert ist. Naja, auf jeden Fall fällt es mir dann schwer, mich zu motivieren. In der Regel werden solche Zweitsachen bei mir aber besser. Nicht immer, aber ich befürchte immer, nee, das wird nicht so gut das zweite Mal, weil beim ersten Mal habe ich mich schon, das ist ja wie,
wie beim ersten Mal, keine Ahnung, wohin reisen, ja? Wenn man das erste Mal da ist, ist man so begeistert und dann findet man das so toll, was man da gesehen hat. Und und es war super schön, der Urlaub war toll. Beim zweiten Mal, ja, das ist super, aber eigentlich kenne ich das schon. Und eigentlich wiederhole ich jetzt die Straße oder ich sitze im gleichen Café oder kennt ihr das? Natürlich kann man sich das immer mal schön machen, so dass es auch angenehm ist für alle. Aber genau, und Urlaub ist ja was anderes. Und das Zeichnen selbst, also mir ist es wirklich bei manchen Sachen so passiert, bei Aufträgen, dass ich zum Beispiel, ja, was ganz blöd war, wo ich auch total selber schuld war, ich hatte das falsche Format. Also ich habe einfach mich vermessen und die Illustration habe ich falsch angelegt. Also sie war zu klein. Wenn sie zu groß ist, aber trotzdem. Es war das falsche Format. Und irgendwie bin ich so richtig schön drin und ich zeichne und ach, es gefällt mir und so weiter. Und plötzlich messe ich nach, merke, da stimmt was nicht, warum stimmt es nicht? Messe ich nach und ich bin schon richtig so dabei und merke, oh, falsches Format. Nichts, man kann nichts tun, man muss das neu machen. Und im Beruf ist es so, dass ich meistens schon so abzähle, also ungefähr, wann ich was mache, also welche Bilder ich wann fertig werden soll, muss, darf. Und ich plane das immer so, dass ich dann Luft habe, wenn irgendwas schief geht natürlich, dass ich dann trotzdem noch mit der Planung gut bin. Und in der Regel bin ich schneller, als ich denke oder plane. Es passieren aber so unerwartete Sachen eben. Und dann muss man neu beginnen und verliert Zeit. Und die Motivation, die leidet irgendwie. Vor allem, weil man. Ich motiviere mich dann, indem ich sage: Mein Gott, vergiss es, vergiss, dass du es schon gezeichnet hast, ja? Vergiss es einfach. Nur beim Zeichnen merkt man das. Also beim Zeichnen merkt man, dass man dieselben Schraffuren schon mal gemacht hat, dieselben Schritte gegangen ist. Dass man bestimmte Dinge, wo man Schwierigkeiten hatte, jetzt genauso wieder Schwierigkeiten hat und so weiter. Ja. Also ich habe jetzt mit Absicht diese Illustration hier. Ihr seht, ich habe es ja schon mal gemacht. Und weil ich es schon mal gemacht habe, bin ich mir viel sicherer als am Anfang. Ich mache das jetzt kleiner, weil ich mir gedacht habe, oh, dann muss ich es nicht mehr so groß machen, wenn ich eh schon Zeit verloren habe. Oh, der innere Schweinehund. Also spare ich mir Zeit. Ich denke mir, ein kleiner Hund tut es auch. Man muss nicht so einen großen machen. Da hätte ich viel mehr schraffieren müssen. Jetzt zeichne ich ein kleiner, zack, kleinerer Kopf, kleinere Beinchen und so weiter. Ja? Hat man weniger zum Schraffieren. Also man versucht dann irgendwie aus dem Schlamassel, aus dem eigenen Pech, irgendwie so irgendwas Positives noch zu sehen. Klar kann ich sagen, ja, dann übst du halt besser. Dann übst du noch mal. Ja, natürlich ist es so. Natürlich ist jede Übung, jedes Zeichnen, jeder Strich ist besser, als eben keinen zu machen. Aber manchmal möchte man vorankommen. Und die Liste ist lang der wartenden Leute, die gerne was gezeichnet hätten. Beziehungsweise ich habe selbst auch Wünsche, die ich gerne zeichnen würde. Und wenn ich so eine Illustration dann vermassel, dann ärgert es mich. Aber ich finde, wir haben jetzt genug gesprochen über Motivation. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir schreiben, wo ihr mal so richtig Pech hattet. Zum Beispiel beim Zeichnen. Und wie ihr euch danach motiviert habt, ob ihr das überhaupt weitergemacht habt. Habt ihr zu Hause zum Beispiel so Bilder liegen, wo ihr das angefangen habt und aus irgendeinem Grund habt ihr es unterbrochen? Also entweder weil es euch nicht gefällt oder weil ihr gemerkt habt, da ist zu viel Zeit vergangen. Weil es ist so, also mir geht es so, wenn ich motiviert bin, also ich bekomme einen Auftrag oder ich entscheide mich so, heute zeichnest du das. Und dann bin ich plötzlich total motiviert. Ich will das unbedingt zeichnen. Ich freue mich total. Ich will das sehen. Ich will es fertig sehen.
Das ist so die eigene Motivation. Und dann dauert die eine bestimmte Zeit an, zum Beispiel sagen wir eine Stunde oder zwei, dauert diese Motivation an. Je nach Projekt natürlich tagelang. Aber so die ersten 2 Stunden ist diese Motivation riesig und man zeichnet und man plant und dann ist man mittendrin und man hat begonnen. Ja, und dann vergeht's langsam. Und dann versucht man schon so schneller zu zeichnen und irgendwie, ja, jetzt muss ich zum Ende kommen. Und dann muss man aber sich selbst irgendwie, also den inneren Schweinehund überwinden, weil der innere Schweinehund, der sagt dann so, jetzt reicht's aber, ja. Also jetzt könntest du mal wieder was anders machen. Jetzt könntest du dich mal in den Garten setzen zum Beispiel oder wieder mal einen Tee trinken oder mal wieder im Internet surfen und gucken, was halt die anderen auch Schönes machen. Pinterest, Instagram, Facebook und Co. Es gibt so viele Dinge, die man, YouTube natürlich, neue Videos gucken. Ich habe auch viele Leute abonniert, da will ich auch sehen, was ist los, was machen die. Aber dann muss man sich eben motivieren und sagen, nee, das mache ich jetzt. Das ist mir wichtig. Das finde ich, das ist so der entscheidende Moment. Ich glaube, ja, viele Leute, die sich mit überhaupt im Beruf mit irgendwelchen Projekten beschäftigen, vor allem so, also im Beruf ist es natürlich anders. Da muss man was machen, vor allem wenn man einen Chef hat. Aber für selbstständige Leute, ja, das ist eine große Aufgabe, finde ich, zu lernen, sich selbst zu motivieren. Und ich merke manchmal, dass Leuten so ein bisschen die Motivation, so das Durchhaltevermögen auch fehlt, etwas lange und viel durchzuhalten. Mir fehlt es ja auch manchmal, aber trotzdem versuche ich, das zu machen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel mit YouTube hier. Weil im Beruf ist es anders. Da werde ich pro Auftrag bezahlt. Und wenn sich die Bücher gut verkaufen, bekomme ich prozentuelle Anteile davon. Das motiviert genug, natürlich, das fertige Buch zu zeichnen. Dann, wenn es gedruckt ist, es zu sehen. Dann es Freunden zu verschenken, zum Beispiel. Und dann, wenn man merkt, ah, zu Weihnachten lief das Buch gut, dann bekommt man eine Provision dafür, beziehungsweise Gewinnbeteiligung. Und das ist schon über die Jahre hat mein Gehirn das gespeichert, dass da mit jedem Buch irgendwie danach noch lange Positives kommt. Und das motiviert mich sehr beim Zeichnen. Lange Zeit kommt immer was Positives, was mit diesem Buch verbunden ist. Man sieht es irgendwann bei Amazon aufgelistet. Irgendjemand schreibt darüber, eine Rezension oder irgendwo sieht man das, dann merkt man irgendwo bei Hashtags auf Instagram, dass jemand gekauft hat und es auch noch mit dem kleinen Kind fotografiert hat. Dann merkt man zum Beispiel auf Amazon, oh, es kommt jetzt in die so Kinder-Bestsellerlisten, also in die einzelnen Abteilungen kommt es in den Bestsellerlisten. Das sind lauter so Sachen, die mein Gehirn irgendwie gespeichert hat. Und beim Zeichnen jedes neuen Buches habe ich das so, ich denke nicht natürlich die ganze Zeit dran, ich denke dann an das Buch, weil mir das Freude macht, diese kleinen Figuren und so weiter zu zeichnen. Aber ich meine jetzt die Momente, wo man so ein bisschen müde ist, wo man denkt, oh, noch 10 Seiten oder so, ja? Wenn man schon 10 gemacht hat und dann, oh, noch 10 Seiten, uff, das ist aber viel. Das sind aber dann die Momente, wo ich denke, du weißt es schon, du freust dich darauf, du magst diese ganzen Geschichten, die ein Buch mit sich bringt. Nicht nur das Buch selbst, nicht nur die Illustration selbst, sondern das, was danach kommt, das magst du. Und hier bei YouTube hat man das so ähnlich irgendwann. Am Anfang hatte ich wenig Zuschauer, da wusste ich nicht, wird das überhaupt irgendjemand anschauen? Ich habe mir dann so eine Frist gesetzt, ein Jahr. Ich habe gedacht, du machst jetzt YouTube ein Jahr lang
und guckst, wie es sich entwickelt. Wenn du das Gefühl hast, es interessiert niemanden, du zeichnest praktisch für dich, dann mach lieber deine Buchprojekte weiter, die ich sowieso mache. Es ist ja jetzt einfach zusätzlich, die hätte ich so und so gemacht. Ich zeichne jetzt, aber ich kommentiere überhaupt nicht unseren süßen Eurasier. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich bin gleich fertig. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass es bei YouTube meiner Meinung nach gut läuft. Und mittlerweile motiviert mich YouTube von sich aus irgendwie weiterzumachen. Das ist schön. Und auch wenn es schwer war am Anfang, also dass ich mich selbst irgendwie motiviere. Also hier hat der Hund so Haare, die sich ineinander so treffen, verfilzen, hier unter der Mähne und hier so treffen sich die. Genau, und jetzt spitze ich mal. Ich habe jetzt auch viel gesprochen, weil ich mich auch ein bisschen davon ablenken wollte, dass ich das Gleiche jetzt nochmal zeichne. Ja, das ist jetzt auch etwas, was also ihr hört mir zu beim Zeichnen und so weiter, aber wenn ihr wollt natürlich. Ich höre momentan mir zu, aber wenn ich jetzt für mich selbst zeichne, also meine Aufträge, dann habe ich oft Hörbücher. Und die Hörbücher lenken mich vor allem beim Malen dann. Beim Skizzieren nicht so, da muss ich mich wirklich konzentrieren. Aber beim Malen habe ich oft Hörbücher. Da laufen viele YouTube-Videos im Hintergrund, wo zum Beispiel jemand irgendwas erklärt. Verschiedene Themen. Nicht dort, wo man viel sieht, also so wie bei mir, hier muss man zuschauen. Ich suche mir dann Videos, wo man nicht zuschauen muss. Also Podcast auf YouTube zum Beispiel. Und das lenkt mich dann immer davon ab, dass ich so viel zeichnen muss, ja, oder Dinge nochmal machen muss. Und das macht mir Freude. Ja, das ist das Positive in meinem Beruf, muss ich sagen. Dass ich Zeit habe auch für andere Sachen, während ich arbeite. Ich weiß, das ist viel wert. Das haben nicht viele Leute. Ich gebe dem Hund jetzt einen schönen Ton. Also so einen hellbeigen. Damit wir das gut unterscheiden können. Hier ist er sehr, sehr flauschig. Und hier muss ich natürlich ein bisschen mit diesem Rostbraun rein, hier drunter unter dem Po. Und hier geht es in Flauschigkeit über. Hier ist es ein bisschen dunkler hier drunter. Muss man das. Und hier hat er ein paar mehr Haare so, die man so machen muss. Hier ist er. Ja, sehr beige. Hier hat er mehr weiß. Das ist ja auch sehr interessant. Hier muss ich ein bisschen dunkler werden mit diesem Stift. Und hier hat er ja, da kommt einfach so wieder weißes Haar raus, so flauschiges. Ich finde ihn überhaupt, also den Hund finde ich sehr süß. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt sehr, sehr froh.
dass ich ihn nochmal gezeichnet habe und nicht aufgegeben habe. Denn dieses Gefühl, das man danach hat bei erledigter Arbeit, das kann einem sonst nichts geben. Das macht richtig glücklich, wenn man so etwas, und deshalb zeichne ich so gern. Ich habe dann einfach das Gefühl, ich habe meine Arbeit erledigt. Das ist schön. Hier hat er ein bisschen so teilweise kürzeres Härchen. Und hier auch. Wie lange zeichnen wir schon? 20 Minuten, ja. Also bei dem anderen Hund wäre ich nicht so schnell fertig geworden. Das hat alles seine Vor- und Nachteile jetzt. Jetzt, wo ich fast fertig bin. Ja, da muss man sich irgendwie ein bisschen selbst austricksen immer. Kennt ihr. Bestimmt kennt ihr das alle. Hier, wo das Bein ist, muss es ein bisschen schöner werden. Und hier noch ein bisschen mehr davon, von dieser Farbe. Jetzt mache ich die Pfoten ganz schnell. Also hier sind sie eigentlich so gut wie fertig. Aber hier noch nicht. Hier ist 1, 2, hier 3. Und hier auch. Also hier ist dieses Bein. Und hier muss mehr davon kommen. Also noch ein bisschen mehr Bauch. Im Prinzip habe ich diese Farben verwendet, also verschiedene Brauntöne und Beige. Hier mache ich es ein bisschen dunkler, damit man die Beine voneinander unterscheiden kann. Und sehen kann, wo das eine war und das andere. Und hier muss natürlich mehr Verlauf rein, also das ist nicht gut hier. Und auch mit diesem Gelb rein, damit man sieht, wo das Bein zu Ende ist. Und hier braucht es aber noch mehr Flauschigkeit, also hier kann man sich so richtig schön austoben noch beim Po. Ja, also ich denke, meine Lieben, dass das schon so in der Art mein Hund ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Queste gledeli du tuca. Можете mi dadete един лайк. Hier muss es ein bisschen dunkler werden. Hier vorne. Hier hat er ein paar Härchen noch. Ein bisschen so Schönheitsfleckchen. Hier ist ein bisschen dunkler noch. Kann man die Haare besser sehen. Hier ist bunter, also hier hat er verschiedene. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Da gehe ich noch schnell mit ganz, ganz, ganz feinem Gelb rein. Und hier sehe ich, dass ich noch ein bisschen mehr Beige brauche. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Verzeiht mir, falls meine Laune heute nicht so toll war. Nee, eigentlich war ich froh, aber ich wollte darüber reden. Über die Motivation, denn ich glaube, das hat jeder mal. Jeder braucht das. Jeder macht Fehler, hat auch mal Pech. Ja, ist so. Pech gehabt. Ist so.
Jetzt wiederhole ich mich. Auf jeden Fall wollte ich darüber reden. Und wenn ihr das mir in die Kommentare schreibt, würde ich mich freuen zu lesen, wie ihr das so meistert. Ansonsten bis demnächst mit meinem Eurasia. Lieber Jens Baumann, ich hoffe, das ist in Ordnung so. Bis bald. Tschüss.